überall sogar. Okay. Hier drehen sich solche... Wie nennt man diese Zahnräder genau? Von Schrauben. Irgendwie Schraubenschlüsse oder so. Das ist ja voll falsch. Zahnräder. Muss auch aufpassen, dass ich nicht eingequetscht werde hiervon. Aber gleichzeitig kann ich auch mal gucken, was es so oben drauf gibt. Wir können hier zum Beispiel an. Boden. Hier ist Boden. Das ist gut. So, dann mal hier geschickt durch. Nicht die Lava berühren. Ach, das brauche ich gerade nicht. Ich meine, für Punkte könnte man das nicht haben. Ich meine, Punkte. Es gibt auch hier noch das Punktesystem, aber es ist einfach unnötig, so finde ich. Wow, cool. Pff, ja, die Großen, die können immer durchbrechen. Die sind schon echt böse. Und der hier. Ich könnte auch unten lang, aber... Ist hier irgendwas? Ah, ein Leben. Ja, das dachte ich mir, weil jetzt so zwei Münzen hier waren und so aussah, als könnte auch da was sein. Also das Spiel hat immer wieder so kleine Geheimnisse. Man entdeckt immer was. Oh, 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 fuck. Genau noch die Lava berührt. Das ist jetzt echt blöd gelaufen. Das kam, da war kurz davor, das Ding rauszukommen. Also die nächste, das nächste Ding vom Zahnrad, aber... doch noch zu knapp. Damit leider ein Leben verloren. Und wir starten beim Checkpoint. Wieder. So, die zweite Sternmünze gilt dann wieder somit als nicht eingesammelt, die da ist. Muss ich wieder immer schon wieder alles neu holen. Geht dann nochmal auf ein neues. Wird hier eh mit Leben versorgt. Okay, diesmal ist kein Leben, sondern ein Power-Up, weil ich halt nicht voll Power-Up-mäßig da war, also ausgestattet bin, meine ich. Oder war besser, ne? Jetzt habe ich ja... Jetzt muss ich mal hier gucken, ich würde am besten in diese Röhre da reingehen. So, nicht versaut, das ist mal gut. Und da wartet die dritte Münze auf mich. Muss ich mir nur geschickt holen. So. Jo, das ist gut. Ich glaube, auch hier ist was versteckt, oder? Ah, noch ein Power-Up. Jetzt ist hier auch noch eins. Ne, okay, dann war es das an Power-Ups. Aber ich habe hier genug. Dann wollen wir uns mal dem Boss stellen. Den gleich nochmal. Das sage ich euch schon mal. Aber ein bisschen anspruchsvoller diesmal. Denn mit Hilfe von Kamek wird jetzt ein bisschen gezaubert. Nämlich wird der Boden verzaubert. Dass er so auf und ab geht. Aber das sollte kein Problem für mich sein. Ach, Scheiße, hat er mich wirklich gleich. Okay, das war's mit Feuerspucken. Oder Feuer schießen. Er immer spuckt das Feuer nicht. Das ist mehr so Bowser's Ding. So, besiegt. Und wir nehmen uns hier diesen schicken magischen Schlüssel, der dafür spricht, dass wir gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, wofür der gut ist, der Schlüssel. Achso, ich denke mal, dass wir das hier öffnen, oder? Keine Ahnung. Es geht einfach auf. Weil ich den Schlüssel habe, nicht mal, weil ich ihn benutze. So, Bowser Jr. ärgert mich und steigt aufs Luftschiff auf und tschüss, ich komme zu spät. Ja, so ist das leider. Verkackt, würde ich sagen. Aber dafür perfekt die erste Welt schon mal durchgespielt. Wäre jetzt echt komisch. Stell euch mal vor, irgendwann kommt ein Mario-Spiel raus, wo, naja, in Welt 1 einfach mal schon Ende und so ist. Alle denken, es geht weiter, aber es geht einfach nicht weiter. Alle werden so voll überrascht. Ja, aber wie der Text gerade gesagt hat, wir haben alle Sterne zum Welt 1 gefunden schon mal. So, und das... Roy Cooper? Ich glaube, er ist Roy. Der als nächstes auf uns wartet. Die Namen werden gar nicht dargestellt in diesem Spiel. Deswegen kann ich es auch nie genau sagen. So, 2-1 machen wir jetzt. Wir sind in der Wüste angelangt.
Und hier schießen immer... Ja, schießt immer so Sand halt rauf. Und manchmal, dann hört es dann irgendwann auf. Also müssen wir schön aufpassen. Kann man schnell sterben in diesem Level. Echt schicke Wüstenmusik auch. Wow. Oh ja, seht ihr, so schnell kann es gehen. Aber noch gerettet, würde ich sagen. Also ich kann ja mal versuchen, das hier. So, da gibt es ein Leben für mich. Jetzt will ich den Koopa Shell aber nicht mehr. Boah, hier kommt immer Koopas. Koopas meine ich. Aus. Und jetzt haben wir den Bumerang, oder? Den ich persönlich ein bisschen einfacher zu besiegen finde als den Hammer, oder? Boah, ich glaube das. Ich glaube, nee. Wie war das hier mal? Ich glaube, die Münzen jetzt bekommen war. Da war irgendwas Gemeines, glaube ich, drin. Bei der dritten, ich weiß gar nicht mehr. Wir gucken mal. Ich habe das ja schon mal durchgespielt, das Spiel. Das ist ja auch schon ein bisschen her wieder. Ich meine, 2009 so eigentlich so richtig, als es neu war. Das ist direkt beim Release damals gekauft. Und ich habe das vorher noch bei der Gamescom gespielt. Das war auch noch ganz interessant. Also, noch ein paar Monate, glaube ich. Ja, das kam, glaube ich, im November oder so raus. Und Gamescom war ja... Ah, ich sehe das Problem. Der dritten Münze. Boah, die zu kriegen ist jetzt echt scheiße. Kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, ich könnte auch gut hier sterben. Mal gucken. Oh Mann. Okay, wir müssen das machen und dann so kriegen wir die. Nur so. Und das ist echt anspruchsvoll. Aber wo war ich gerade? Ja, ich war auf der Gamescom, das war im August und das Spiel kam, glaube ich, im November raus und dann kommt man so ein paar Demo-Levels zocken und die halt immer zu viert, ne? Und ich bin da so abgegangen immer so, ne? Ich war ja damals nur noch 15, als das rauskam. Und bin da voll abgegangen so, ne? Bin da immer voll weit nach vorne gelaufen im Screen, die anderen kamen gar nicht mit. Und am Ende wurden ja auch die Punkte gezählt und der Beste hat dann mal gewonnen. Und ich hab da 3 oder 4 Runden hintereinander gespielt, immer mit anderen Leuten. Also ich bin da als einziger mal so ein bisschen geblieben, weil ich das Spiel echt gemocht habe, so. Und hab die dann immer alle voll abgezogen. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Das war auch eigentlich fast das einzige Mal, da ich überhaupt mal was auf irgendeiner Gamescom gespielt habe. Sonst bin ich immer durch. Oder keine Ahnung, hab mich irgendwo hingechillt, irgendwie mit Leuten oder sowas. Aber gespielt habe ich eigentlich bis auf in diesem Jahr dann eigentlich in den späteren Jahren eigentlich ja fast gar nicht mehr. Oh, hier ist ein Mini-Konzert. Weil, naja, die Schlangen einfach viel. Es wird ja auch in jedem Jahr immer voller und dementsprechend auch die Schlangen bei den Spielen. Und dann habe ich echt kein Interesse, da über mehrere Stunden für irgendwas 5 Minuten zu spielen anzustehen. Oh, jetzt haben wir große Gefahr. Ich gehe hier einfach so immer durch. Das ist jetzt nicht zufällig, sondern eigentlich immer so eine Kette so durch. So, meistens geht das ja nicht schief. Einen Mini-Pilz haben wir bekommen, 2 Flugpilze. Eine Eisblume, also schon ganz viele tolle Sachen. So. Können wir hier jederzeit benutzen. Ich weiß nicht, Mini-Pilz, das können wir bestimmt irgendwann für Münzen brauchen. Und zwar irgendwelche Kriterien haben, wo wir Sternmünzen abbrauchen. Aber jetzt geht es erstmal ins zweite Level. Was geht ab? Au, jetzt kann ich mir diese Dinger hier packen. Und runterrollen lassen. Folgen wir auch. So, und hier haben wir Klubbers. Klapper, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Das ist, glaube ich, dass sie so heißen. Paper Mario ist nicht so. Doch, dann sind die das. Das ist auf jeden Fall solche. Die halt immer Finger, also so Stacheln aus sich rausziehen, aus ihrem Mund oder so, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte eigentlich immer die Feuerblumen behalten. Ich weiß nicht. Ich bin mehr trotzdem, trotz allem, so ein Feuerblumenfreund. Auch wenn Eisblume neu und cool und innovativ ist. Guck, sonst wäre er jetzt zum Beispiel schon tot mit einer Feuerblume. Jetzt muss ich erstmal dahin. Und die noch. Oh, okay. Andererseits wäre ich dann niemals auf dieses Leben gekommen. Okay. Ich will ja nichts sagen dann. Spinies. Weg damit. Oh. Jetzt geht's hier zur Koopa. Zum Koopa-Aufzug. Und ein Leben kriegen wir noch. Yeah. Okay, und tschüss. Nehmen wir den. Obwohl, wir nehmen nicht den Checkpoint. Sondern gehen hier erstmal rein. Denn hier
Hier wartet eine Kleinigkeit auf mich. Vorausgesetzt, ich warte mal so lange. Ja, ja, Mario geht hier ganz langsam runter. Aber hier sterben wir nicht. Sondern hier gibt es ein Secret. Nämlich, wir fallen endlos lange. Wenn wir ganz viel Geld ansammeln. Und dann ist hier auch Ende. Okay. So, dieser Bonus-Cave so gesehen hat auch einen zweiten Raum. Okay, ach scheiße. Jetzt kann ich hier gar nicht mehr erschießen. Boah, schnell hier weg. Ich scheiße auf die zu töten. Ich will einfach nur hier raus. Okay, schießen uns mal kurz hier hoch. Haben unsere erste Münze bekommen. Jetzt habe ich ja den Checkpoint ganz übersprungen. Hm? Warte, den will ich schon gerne haben. Ich wollte nur erstmal danach einsammeln. Weil wenn ich sterbe, kommt er zurück. Oh ja. Boah, ich muss nicht sterben. Gut. Ich will auch nochmal da rein, aber warum das Ganze? Aber wenn ich jetzt sterbe, habe ich schon mal die erste Münze dann gut geschrieben. Dann brauche ich die jetzt nicht dann extra nochmal wiederholen. Boah, wäre ich jetzt gerade noch gestorben, dann das wäre ganz schön ärgerlich geworden. Also das ist halt auch so eine Methode, die zu töten halt. Ich darf jetzt nur nicht zu hoch springen, weil sonst knallt mein Fass halt an die Decke und dann ist natürlich dann auch futsch. Ah, eine Ranke nach oben. Das Wichtige ist echt immer, dass man die von unten trifft, was man natürlich auch vorher nicht weiß, dass sie da drin sind meistens. Weil sonst geht die Ranke einfach auf den Boden und dann kann ich ja gar nicht hochklettern. Und dann verpasse ich so Gelegenheiten wie diese hier. Ich ganz schön jetzt sammeln kann. Und hoffentlich auch Sternmünzen. Darauf bin ich nämlich immer aus. Das war in den alten Mario-Spielen auch noch nicht so vorhanden. Aber seit New Super Mario Bros., was 2006 rauskam für den DS, immer schön Sternmünzen sammeln. So, hier müssen wir jetzt warten, bevor wir das einsetzen. Nämlich jetzt. Yeah, der Swagger-Sprung. Damit haben wir die zweite. Eine fehlt uns noch. Boah, kurz warten noch. Feuerblume, so wäre es natürlich auch mal ganz gerne gesehen. Moment mal, ich müsste hier als Mini-Mario durch. Hier unten. Die Frage ist nur, kriege ich überhaupt Mini-Pills? Ich gehe mal zurück. Vielleicht offenbart sich hier doch noch irgendwo einer. Hier drin. Na, mal sehen. Oh, doch, sieht eigentlich fast danach auch schon. Yeah. Mini Mario kann übers Wasser laufen, also schnell ist. Und als Mini Mario kann ich halt auch höher springen. Und weiter und langsamer fallen. So, nur die Gemeinheit ist halt ein Treffer und ich bin tot, ne? Und Gegner töten kann ich auch nicht mehr. Außer ich mache so eine Stampfattacke auf sie. Mit einem normalen Sprung geht das nicht mehr. So, und das heißt, jetzt muss ich schön diesen ganzen Stachelbällen hier ausweichen. Was sich natürlich als ganz schön schwierig erweisen kann. So, ich habe extra schon ein paar von denen getötet vorher, aber das Problem ist, wenn ich in der Röhre bin, dann kommen die halt auch wieder. So, den mal zerstören, da reingehen. So, freiwillig mache ich das natürlich nicht, mache das halt immer so für Münzen halt. Warte, komm da jetzt. Drück mal noch nicht die. Was ich sagen wollte, ist, ich falls hier irgendwie ein Pilz oder so drin ist, dann warte ich noch, bevor ich ihn erhole. Ne, noch ein Mini-Pilz, okay. Warum auch nicht? Ich meine, ich brauche einen Mini-Pilz, um überhaupt hier reinzukommen. Mir noch einen zu geben, macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Vielleicht so für den Multiplayer so gesehen. Kann ich ihn halten, wenn ich klein bin hier? Kann ich. Wow. Das hat ja wunderbar gewirkt. Okay, wir rennen einfach ans Ziel, bevor hier irgendwas noch schief läuft. Ist mir egal, ob ich an der Spitze bin oder nicht. Gut. Also ich bin kein großer Freund von Mini-Pilz und Mini-Mario, halt weil man einfach so leicht auszunocken ist. Aber die Sache ist einfach, dass dann halt, naja, dass es halt so gesehen manchmal verlangt wird halt für Sternenmünzen. Also müssen wir es dann halt machen. Aber hier drin hole ich mir das erstbeste, den ersten besten Pilz oder so, um dann wieder groß zu werden. Ihr werdet schon sehen.